Herzlich willkommen zum ersten RV Jungtierflug im Jahr 2023. Heute ist der 13. August, Sonntagmorgen. Tauben sind vor knapp einer Stunde aufgelassen worden. Für uns nur 80 Kilometer Entfernung, von daher müsste jetzt gleich hier was passieren. Ihr habt erstmal eine ganze Zeit lang von mir nichts gehört. Das lag aber nicht nur daran, dass bei den Tauben nicht viel passiert ist, sondern ich war 3 Wochen unterwegs beruflich, sodass ich keine Zeit hatte, hier irgendwas zu filmen, beziehungsweise auch gar nicht vor Ort war. Meine beiden Rentner hier haben die Jungtauben trainiert in der Zeit und dann wird sich jetzt gleich mal zeigen, ob das Ganze dann auch von Erfolg gekrönt ist. Bei den Vortouren, wir hatten sie glaube ich 10-mal privat trainiert und jetzt 3-mal im Kabi, haben sie sich teilweise doch noch recht schwer getan und sind so verstückelt gekommen, teilweise mit den großen Schwarmen, wir liegen halt ganz vorne in der RV drüber gegangen, kam dann zurück. Von daher hoffe ich, dass sie sich heute vom Schwarm lösen und hier runtergehen. Aber das wird sich gleich zeigen. Ja, ansonsten ist nicht viel passiert. Die Reisetauben, wir hatten ja nach diesem Katastrophenflug für uns die Reise abgebrochen. Es ging aber dann auch in der RV nicht weiter. Die gesamte RV und die gesamte Regionalverbandsgruppe hat dann abgebrochen, sodass da also auch nichts weiter passiert ist. Wir sind am Ende 3. RV-Meister geworden. Und die eine Täubin, die da von dem Flug noch fehlt, ist leider nicht nachgekommen. Ja, und jetzt haben wir heute noch so um die 50 Junge, ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende waren, 3 haben wir zu Hause gelassen und schauen mal gleich, ob ich da ein paar eingefangen bekomme. So, das scheint jetzt die erste in der Luft zu sein, mal gucken, ob die für uns ist oder für den Nachbarn. Das ist glaube ich da hinten für den Nachbarn. Gerade 10 Stück, die hier rübergegangen sind, da kam jetzt eine. Ja, ist Herbert seiner. So, da hinten kommt jetzt was rüber. Weiß nicht, ob da was für uns dabei ist. Mal gucken. Keine Ahnung. So, oder ob sie rüberziehen. Einer kommt auf jeden Fall raus. So. Da kommt noch einer. Na, wo ist er jetzt hin? Ja, hat er. So, jetzt 2 Minuten später. Komm! 3 Stück, komm! Sehr schön. Ja, ich komme natürlich von da. Eigentlich ist die Richtung genau die andere. Ich befürchte, dass die schon wieder drüber gegangen sind. So, jetzt geht's mal ein bisschen weiter hier. Oh, der bunte sogar. Guck mal hier. Na komm. Ah, sind auch nicht alles unsere, glaube ich. Komm. Dass wir sie jetzt schnell auf Ruhe kriegen. Na komm. Kommen doch welche dazu. Ah, jetzt kommen die so schlecht runter. Na komm. Kommt noch welche dazu. Na komm. Ah, die anderen sind Herbert seine, da der Mob. Komm. Herbert, kreisen jetzt noch so 6-7 Stück. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, ah, können auch 8 sein. Aber einer ist für uns noch dabei hier.
So, jetzt ist so eine halbe Stunde nach Konkursende, würde ich sagen. Und ihr seht, die kommen alle aus der Gegenrichtung gut nach, muss ich sagen. Aber preislich werden wir heute wahrscheinlich nicht viel mitkriegen können, weil wirklich auch die ersten schon nicht aus der richtigen Richtung kamen. Ihr seht jetzt hier, die kommen jetzt hier noch zu 5/6 an. Komm mal her. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Ja, mal schauen. Gute Trainingseinheit, sind gleich fast alle wieder da und dann geht's nicht so weiter. So, mit einem Blick auf die untergehende Sonne bin ich euch noch das Ergebnis unseres ersten Jungtierflugs für das Jahr 2023 schuldig. Erstmal das Gute vorab. Mittags waren alle 48 gesetzten Jungtauben wieder da. Drei Stück hatten wir zu Hause, also insgesamt 51, die noch da sind. Wir sind mal mit 57 in die Saison gestartet, also von daher alles im grünen Bereich. Leider gestern haben wir nicht viel mitbekommen, weil die Tauben eben nicht von dort, wo sie eigentlich hätten kommen müssen, sondern von da gekommen sind. Also leider drüber weg mit dem großen Schwarm, was bei 80 Kilometer aber auch dann zu erwarten war, wenn die eben noch keine Erfahrung großartig haben, sich aus dem Schwarm zu lösen und dann gleich mit 2000 Stück. Sind halt mitgeflogen und kamen dann zurück. Von daher machen wir in der RV nur 5 Preise und in der Fluggemeinschaft dann schon 15. Also wenn es dann ein paar Minuten länger läuft und diese dann halt brauchen, weil sie den Weg wieder zurückgeflogen sind, dann hätten wir zumindest einen Prozentsatz. Und wie gesagt, 2 Stunden später waren dann auch alle wieder da. Von daher greifen wir nächste Woche wieder an. Werden es auch nur so knapp über 100 Kilometer sein, aber vielleicht wird es dann schon ein bisschen besser. Richtig besser wird es wahrscheinlich erst, wenn die Kilometer dann auch ein bisschen größer werden. So, nächste Woche werde ich auch mal ein bisschen ausführlicher wieder berichten. Bin jetzt wieder vor Ort und dann melde ich mich zum zweiten Preisflug.